Vor kurzem habe ich genau das Video gesehen und dachte, wäre es nicht geil, sowas auch zu können. Ist zwar absolut nicht sinnvoll im Leben, aber ich habe mir kurzerhand einfach überlegt, wie ich das Ganze umsetzen kann. Habe mir einen Tag Zeit gegeben. Mein Ziel war es, einen Apfel damit aufzuspießen. Mein Bruder hat mich bei dem ganzen Video unterstützt. Viel Spaß damit. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Second to none. Ich hab nur gesehen, also ich verzweifle hier langsam, ne? Sauer. Oder ich bin richtig sauer schon. Süß. Was ist denn da reingemacht? When you try your best, but you don't succeed. Meinst du, das ist aber krass schon? Diese Karte. Die war gut. Das andere hätte ich einen Apfel zerteilt, Digga. Ich werde mit feiern. Was ist da durchgemacht? Mann, Digga. Da ist die ganze Sektor. Alter. Es wird Zeit. Für ein Duell! Oh, dieses Kartwerfen bricht mich so sehr, Digga. Ich bin so sauer. So, was geht? So! So! Ich hab ja so eine unfassbar kurze Zinsschnur, ne? Gib dir die gleich mit Kopfnuss her. Kopfball, Tutorial. Bruder, ich will halt mal sehen, wie hier irgendeiner einzieht. Oder selbst wenn ich schaffe, da genug zu werfen. Oder bis ich den Apfel getroffen habe. Habe ich Urenkel gesagt. Bei mir hat es immer so einen Rechtsdrall, Digga. Oder guck mal, ist auch Winnie. Da sind halt schon vereinzelt so ein paar kleine Cuts hier und da. Bruder, ist super anstrengend, wa? Ja. Also, man kommt so ein bisschen näher ran, aber es ist halt ultra schwer. Mehr Zufall als alles andere. Ich treffe nicht. Ich habe fünf Mal daneben. Kann man mal wieder rüber. Kann man ein bisschen Kraft mal reinpacken hier. Weil gleich ist einfach ein Loch drin in meiner Faust. Ja. Perfekt, Digga. Der war so aus der Seele, Digga. Das Rumpelstiebchen. Ich will einfach, dass sie nach vorne fliegen. Wie fahrt das so? Bleib einfach mal gut. So. Herz der Karten. Arschritze. Die Vorübung war es, dass ich die Karte so schnell werfe, dass sie in der Pappe stecken bleibt. Das hat sich aber viel, viel schwerer gestaltet, als ich gedacht habe. Ich habe stundenlang probiert und es leider nicht hinbekommen. Vielleicht war das auch einfach ein bisschen zu schwer oder vielleicht relativ unrealistisch. Ich kann nicht mehr. Tut der Arm richtig weh. Und ich bin einfach durch. Ich mache jetzt eine kurze Pause, erst kurz was und dann probiere ich es gleich nochmal.
Ich weiß jetzt schon, das wird auf jeden Fall in die Hose gehen, weil das Ziel ist jetzt einfach um ein Monatfaches kleiner gefühlt. Und ich bin nicht präzise. Der Arm tut weh. Ich bin absolut am Ende, Digga, richtig gebrochen. Komplett nicht mehr aufnahmefähig, aber wir probieren jetzt trotzdem noch den Apfel zu treffen. Ich gebe mir mal 1-2 Stunden maximal und dann ist Feierabend. Wenn du mich liebst. Zu dem Zeitpunkt war ich komplett erschöpft, überhaupt nicht mehr motiviert. Ich wollte schon 5-mal aufgeben. Ich habe mich einfach nur noch zusammengerissen und dachte, ich will es jetzt schaffen. Ich habe so viel Zeit und Energie reingesteckt. Habe einfach nur gebetet, dass es irgendwann mal vorbeigeht. Ich habe 10-mal getroffen, teilweise sogar richtig tiefe Furchen in den Apfel geschlagen, aber die Karte wollte nicht stecken bleiben. Passierte das, womit ich schon gar nicht mehr gerechnet hatte. Ja. Die Karten sehen aus wie die letzte Scheiße, Digga. Das ist so ein Papier, das ist so weich. Ich habe wahrscheinlich die billigsten und schlechtesten Karten dafür genommen. Da sie Blasattacke. Sich lore. Ja. Der schmeckt so gut, Baby. Sehr fein. Oh. Dann habe ich einen leckeren Apfel gehabt. Das ist ein Krampf. Wie geht's deinem Arm? Tennisarm.